Ein weiteres Auslandsprojekt darf nun vorgestellt werden. Vorgestellt werden. Vorgestellt werden. Vorgestellt werden. Viele Erinnerungen lassen einen einfach nicht los. Man spricht immer wieder gerne über die Erlebnisse in diesem Land voller Sagen und voller Sagen und voller Sagen und voller Sagen und voller Sagen. Viele Gespräche wurden geführt, um das Projekt gemeinsam umzusetzen. Und auch verschiedene Kontakte wurden in diesem Land wiederhergestellt. Ein ganz besonderer Spirit macht das Land für jeden so interessant. Drei Locations sollen auch diesmal wieder im Fokus stehen, im Fokus stehen, im Fokus stehen. Ja, auch nochmal ins Schwerzimmer gehen. Kommst du da was von außen? Ich würde schon gerne. Ja, da wärst du schon mal. Wenn ich irgendwie. Da wärst du aber ein Problem haben. Ireland is waiting for you. Und auch im Jahr 2024 führt uns nun der Weg zu verschiedensten Orten in Irland, wo Locations auf uns warten. Die erste Locations führt uns in den Süden Irlands, in die Hafenstadt Cobh, nähe Cork, und dort befindet sich das Objekt Convent of Mercy. Dieses vierstöckige, ehemalige Kloster und Schule wurde im Jahr 1860 erbaut und ca. 40 Schwestern beherbergten einst dieses Gebäude.
In einer Zusammenarbeit mit einem dort ansässigen Ghost Hunter Team Cork Supernatural Society wird dieses Objekt untersucht. Die zweite Location führt uns wieder in den County Wexford, in die Stadt Enniscorthy. Ein historisches Theater in Enniscorthy im County Wexford und wurde 2021 schon untersucht. Wenn du verstanden hast, was ich dir sagen möchte. Ach du Scheiße. Die dritte Location liegt an der Stadtgrenze von Tullamore im irischen County Offaly. Charlie Castle wurde bereits 2018 schon untersucht und gilt als einer der Haunted Locations in Ireland. Ein Mädchen namens Harriet spielt hier eine besondere Rolle. Harriet wurde nach ihrem tödlichen Unfall mehrfach gesichtet. Unter anderem hat sie einmal ein Kind, das sich beim Spielen im oberen Geschoss verirrt hatte, die Treppe wieder hinunter begleitet. You're welcome. Maybe you are Harriet. Was war das? Vom 31. August bis 7. September werden wir in Irland unterwegs sein und sind wie immer gespannt, was wir diesmal dort alles erleben dürfen.